Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Häkel-Video. Ich wünsche euch eine wundervolle Vorweihnachtszeit und ich freue mich ganz doll, dass ich euch heute das 9. Türchen des Hashtag Wir machen Weihnachten Adventskalenders präsentieren darf. Dabei handelt es sich um eine Art Do-it-yourself-Adventskalender von YouTubern für euch. Und jeden Tag könnt ihr dabei das Türchen auf einem anderen YouTube-Channel finden. Wenn ihr mehr über die Aktion wissen wollt, dann lohnt sich jetzt ein Blick in meine Infobox. Und heute, da bin ich dran. Und wenn ihr mögt, was ich hier so mache, dann würde ich mich ganz so darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. In meinem heutigen Video häkeln wir zusammen dieses niedliche Lebkuchenmännchen hier. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und dranbleiben lohnt sich, denn heute habt ihr am Ende bei mir noch die Chance, etwas zu gewinnen. Für euer Lebkuchenmännchen braucht ihr vorrangig braune Wolle, aber auch ein kleiner Rest in Weiß, in Rot und in Grün, Häkelnadeln in der Stärke 2,5 und gerne noch eine zweite, etwas dünnere Häkelnadel zur Hilfe, Sicherheitsaugen in der Stärke 8 und die zugehörigen Unterlegscheibchen, natürlich eine Schere und natürlich Füllwatte. Wie immer verlinke ich euch alle benötigten Materialien unten in der Infobox. Und wir beginnen zuerst mit dem Kopf vom Lebkuchenmännchen. Dafür brauche ich jetzt die braune Wolle und ich schlage zunächst einen Maschenring an. Solltet ihr für den Anfang noch etwas Hilfe brauchen, dann verlinke ich euch hier oben in der Ecke meine Basic-Reihe. Den Maschenring heben wir dann ab und in ihn häkeln wir unsere erste Runde. Das werden hier 6 feste Maschen. Dann können wir den Maschenring zusammenziehen. Und wir gehen über in die nächste Runde. In dieser gehen wir hoch auf 12 Maschen. Und dafür verdoppeln wir jetzt jede Masche in dieser Runde. Und den Anfangsfaden, den versuche ich dabei noch ein bisschen mit zu verhäkeln. Zur besseren Übersicht schneide ich jetzt erst einmal den Anfangsfaden ab. Und dann gehen wir über in Runde Nummer 3. Und in dieser gehen wir jetzt hoch auf 18 Maschen. Dafür verdoppeln wir dieses Mal jede zweite Masche. In Runde Nummer 4 gehen wir jetzt hoch auf 24 Maschen, indem wir jede dritte Masche verdoppeln. Wir gehen weiter hoch, jetzt auf 30 Maschen. Dafür häkeln wir in dieser Runde jede vierte Masche als Zunahme. In Runde Nummer 6 gehen wir jetzt hoch auf 36 Maschen. Dafür wird jetzt jede fünfte Masche verdoppelt. Und es geht weiter hoch, jetzt auf 42 Maschen. Dafür wird in der siebten Runde jede sechste Masche verdoppelt. Und es geht noch ein letztes Mal hoch. In dieser Runde steigern wir uns auf 48 Maschen und verdoppeln dafür jede siebte Masche. So, und bei diesen 48 Maschen bleiben wir jetzt die nächsten Runden. Und zur besseren Übersicht besorge ich mir deswegen kurz einen Maschenmarkierer. Den fädle ich jetzt hier kurz durch. Und dann folgen 8 Runden mit je 48 festen Maschen. Also für die Videos arbeite ich ja immer mit aufliegenden Armen auf dem Tisch. Normalerweise häkle ich ja nicht so und ich muss feststellen, das ist eigentlich echt unbequem. Ich schrubbel die ganze Zeit über meine Ellbogen. Ich sollte mal drüber nachdenken, mir da kleine Kissen drunter zu legen. Vielleicht ist es gemütlicher. Oder die Füllwatte, bevor ich sie brauche. Ist das nicht meine Idee? Ein Haar von mir. Wird dir auch höchste Zeit, dass das mal wieder passiert heute. So, das war's. Die 8 Runden, die sind jetzt vorbei. Und bevor es weitergeht, platziere ich noch kurz die Augen. Die Augen befestige ich nach der 14. Runde. Das bedeutet also hier. Und auf die Rückseite kommt dann das Unterlegscheibchen dran. So, und das zweite Auge folgt mit einem Abstand von 12 Maschen. Und weiter geht's. So. Der kann jetzt raus und wir beginnen mit den Abnahmen. Wir gehen jetzt wieder runter auf 42 Maschen und häkeln dafür jede siebte und achte Masche in dieser Runde zusammen. In der 18. Runde gehen wir jetzt runter auf 36 Maschen
und häkeln dafür jede sechste und siebte Masche zusammen. In der nächsten Runde gehen wir zurück auf 30 Maschen und häkeln dieses Mal jede fünfte Masche als Abnahme. Ja, natürlich, jetzt hört's nicht mehr auf. Es folgt die nächste Runde. In dieser gehen wir jetzt runter auf 24 Maschen und häkeln dafür jede vierte und fünfte Masche zusammen. Wir gehen weiter runter, jetzt auf 18 Maschen und häkeln dieses Mal dafür jede dritte und vierte Masche zusammen. Und wir gehen noch einmal weiter runter, jetzt auf 12 Maschen, dafür häkeln wir in dieser Runde jede zweite und dritte Masche zusammen. Ein Fussel, kein Haar, ein Fussel, passiert auch mal. So, und jetzt kann der Kopf erstmal gestopft werden. So, nochmal ein bisschen in Form drücken. Vorn kann noch ein klein wenig rein. Ups, die Augen auch mal wieder in die richtige Position bringen. Okay, dann fehlt noch genau eine Runde. Es folgt noch eine Runde mit 6 Abnahmen. So, der Faden kann abgeschnitten werden. So, unauffällig aus dem Bild gewischt. Und den übrigen Faden, den ziehen wir jetzt noch einmal durch die übrigen 6 Maschen hindurch. Festziehen. Ich tausche kurz die Häkelnadel. Und jetzt wird das Ganze noch kurz verhäkelt. So, Köpfchen ist schon mal fertig. Wir machen jetzt weiter mit den Beinen in der gleichen Farbe. Auch hier schlagen wir zunächst wieder einen Maschenring an, heben diesen dann ab und häkeln in ihn unsere erste Runde. Das werden hier 4 feste Maschen. So, und festziehen. Wir gehen über in die nächste Runde und in dieser gehen wir jetzt hoch auf 8 Maschen und dafür verdoppeln wir jede Masche. Bevor es weitergeht, schneide ich kurz den Faden ab. Und wir gehen über in die nächste Runde. In dieser gehen wir jetzt hoch auf 12 Maschen und verdoppeln dafür jede zweite Masche. So, bei diesen 12 Maschen bleiben wir jetzt erst einmal und häkeln 2 Runden glatt mit je 12 festen Maschen. Und zum Abschluss folgt dann eine Kettmasche. So, und dann können wir das Ganze abketten. Das erste Füßchen ist fertig und es folgt noch ein zweites. Bei diesem häkeln wir aber keine Kettmasche und wir schneiden den Faden auch nicht ab. Denn für den Körper häkeln wir jetzt direkt weiter und wir häkeln vor allen Dingen beide Füße zusammen. Und dabei gehen wir jetzt hoch auf 30 Maschen, indem jede vierte Masche verdoppelt wird. Und wichtig, die ersten 7 Maschen häkeln wir in das erste Füßchen. Und dann kommt das zweite Füßchen und Masche Nummer 8 häkeln wir dort hinein. Und dann geht es ganz normal weiter, als hätten die Füßchen schon immer zusammengehört. So, und bei diesen 30 Maschen bleiben wir jetzt für eine Runde. Wir häkeln also glatt die 7. Runde mit 30 festen Maschen. Und nach dieser Runde gehen wir schon wieder runter, und zwar auf 26 Maschen. Dafür häkeln wir jetzt zunächst 5 feste Maschen. Gefolgt von einer Abnahme, einer weiteren festen Masche und noch einer Abnahme. Dann folgen wieder 10 feste Maschen und erneut wieder eine Abnahme, eine feste Masche und noch eine Abnahme. Die Runde beenden wir dann mit weiteren 5 festen Maschen. Und bei diesen 26 Maschen bleiben wir jetzt. Deswegen hole ich mir kurz noch einmal einen Maschenmarkierer. Es folgen 5 Runden
mit 26 festen Maschen. Alle guten Dinge sind drei, also das dritte Haar heute. Irgendwie befürchte ich, dass es nicht das letzte war. Und zum Abschluss des Körpers folgt noch eine Kettmasche, um einen einigermaßen geraden Abschluss zu haben. Der Faden wird abgeschnitten, etwas länger, das muss nämlich später noch angenäht werden, und lang ziehen. Und auch dieses Teilchen stopfen wir jetzt etwas. Aber noch nicht ganz so doll, denn es ist oben offen und es hält noch nicht so gut. So, es reicht jetzt aber, denn mehr hält eh noch nicht drin. Und als nächstes folgen die Ärmchen, auch in der gleichen Farbe. Ich schlag also wieder einen Maschenring an. Den hebe ich wieder ab und in ihn häkle ich wieder die erste Runde. Das werden auch beim Arm 4 feste Maschen. Dann können wir das Ganze zusammenziehen und wir gehen über in die nächste Runde. In dieser gehen wir hoch auf 8 Maschen, indem wir jede Masche verdoppeln. Zur besseren Übersicht kann der Faden wieder ab. Und wir gehen über in die nächste Runde und hoch auf 12 Maschen. Dafür wird jetzt jede zweite Masche verdoppelt. Und es folgen noch 3 Runden mit je 12 festen Maschen. Und zum Schluss folgt noch eine Kettmasche. Auch hier wird der Faden wieder abgeschnitten und langgezogen. Und das Ärmchen stopfen wir noch ein kleines bisschen. Ups, mehr brauchen wir nicht. Ganz so viel Füllwatt können wir auch noch nicht nehmen. Fällt ja aktuell noch alles raus. Aber das genügt erstmal für ein Ärmchen. Und natürlich brauchen wir auch noch ein zweites. Jetzt folgt der Zuckerdrops und dafür brauchen wir jetzt die rote Wolle. Wir schlagen auch hier einen Maschenring an. Dann heben wir diesen ab und häkeln in ihn unsere erste und gleichzeitig auch unsere letzte Runde, und zwar einmal 4 feste Maschen. Dann ziehen wir das Ganze zusammen, schneiden noch den Anfangsfaden kurz ab, den brauchen wir nicht mehr, und es folgt noch eine letzte Kettmasche. Der Faden wird abgeschnitten und wir ziehen das Ganze lang. Fertig. Und zu guter Letzt folgt die Schleife. Ich brauche jetzt die grüne Wolle und schlage damit einen Anfangsknoten an. Dann folgen 3 Luftmaschen, gefolgt von einer weiteren Wendeluftmasche. Dann gehe ich jetzt über in die erste Runde und steche in die zweite Masche von der Nadel aus ein. Ich häkle jetzt zurück in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Wir häkeln zunächst 2 feste Maschen und dann eine doppelte Zunahme. Das heißt, wir häkeln jetzt 3 feste Maschen in eine. Und damit schieben wir uns jetzt einmal rum auf die andere Seite und dort häkeln wir einfach weiter. Es folgt eine weitere feste Masche und noch einmal eine doppelte Zunahme. Dann schneiden wir erstmal den Faden ab, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Wir häkeln jetzt 4-mal eine feste Masche, gefolgt von einer Zunahme. Dann kommt noch eine weitere feste Masche sowie 2 Kettmaschen, um auf gerader Ebene zu enden. Dann können wir den Faden abschneiden, etwas länger, den brauchen wir nämlich noch, ziehen das Ganze lang und fädeln den Faden jetzt noch bis zur Mitte durch. So, ich denke, wir sind etwa mittig angekommen. Ich lege mal kurz die Häkelnadel weg. Und diesen Faden, den wickeln wir jetzt hier mittig herum, ziemlich eng, ein paar Mal, so dass sich das Ganze zu einer Schleife zusammenzieht. So, jetzt nehme ich noch die kleine Häkelnadel und ziehe den Faden einmal durch, damit ich das Ganze noch etwas fixiere. Und fertig ist das Schleifchen. Und dann haben wir alle Einzelteile zusammen, die wir brauchen. Wir beginnen jetzt mit dem Zusammennähen, und zwar mit Kopf und Körper. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir nähen das Ganze zusammen und häkeln das nicht zusammen. Ich verwende dafür aber trotzdem jetzt eine Häkelnadel, aber nur weil ich finde, damit geht es einfacher. Wir nähen jetzt den Unterkörper an den Kopf an, und zwar etwa in der 20. Runde vom Kopf.
Also hier, und das geht ganz einfach. Und zwar gehen wir mit dem Faden vom Körper jetzt drüber zum Kopf, ziehen ihn dann dort durch eine Schlaufe hindurch, gehen wieder zurück zum Körper, ziehen ihn auch dort durch eine Schlaufe hindurch, gehen dann wieder zurück zum Kopf, wieder durch eine Schlaufe hindurch, wieder zurück zum Körper. Das machen wir jetzt die ganze Runde herum, bis das alles fest ist. Und vorhin habe ich den Körper noch nicht vollständig ausgestopft, deswegen mache ich das jetzt nebenbei immer noch ein bisschen mit. Nein, mein Faden reißt. Diese mindere Qualität der Wolle hier. Nein! Okay, ich besorge mir kurz einen Ersatzfaden. So. Und der übrige Faden kann dann vernäht und abgeschnitten werden. So, folgen die Arme. Und diese kommen natürlich seitlich an das Lebkuchenmännchen. Und die werden auf genau die gleiche Art und Weise angenäht. So, dann Ärmchen Nummer 2. So, fehlen noch die kleinen Verzierungen. Dann wird die Schleife aufgenäht. Da kam ein anderer Faden wieder mit ins Bild. Und dann, gleich im Anschluss, der Zuckertrop. So, das war's schon fast. Fehlt noch der Zuckergussrand. Dafür brauche ich jetzt die weiße Wolle. Und zwar wird der Zuckergussrand aufgestickt auf den Ärmchen und auf den Beinchen. Und zwar im Zickzack über die zweite bis dritte Runde. Beinchen Nummer 1 erledigt, folgen noch drei andere Körperteile. So, hoho, fertig ist das kleine Weihnachtsgebäck und ich sag euch, dranbleiben lohnt sich noch. Und ihr habt jetzt vielleicht auch ein kleines Lebkuchenmännchen bei euch liegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich ganz über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und hey, vielleicht habt ihr jetzt hier Lust, das Ganze selbst zu machen. Dann könnt ihr eure Ergebnisse gerne unter dem Hashtag Wir machen Weihnachten teilen. Und wie versprochen, gibt es jetzt noch die Verlosung. Denn wenn ihr auch gerne so ein Lebkuchenmännchen hättet, aber keine Lust habt, das Ganze selbst zu machen, dann habt ihr jetzt die Chance, dieses hier zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, mir zu verraten, was denn euer liebstes Weihnachtsgebäck ist. Also, wenn ihr teilnehmen wollt, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Und das war's schon. Zeit habt ihr dafür etwa eine Woche, nämlich bis zum 15.12. um 23.59 Uhr. Und danach lose ich dann unter allen Teilnehmern den Gewinner aus. Also, ich drücke euch ganz doll die Daumen. Und das Türchen vom gestrigen Tag, das konntet ihr übrigens auf dem Kanal der lieben Jelena finden. Und morgen geht es weiter bei Nastja. Also, schaut vorbei und ich würde meinen, wir sehen uns am nächsten Video. Macht's gut! Sind eigentlich die Streifen auf meinem Arm schief? Was ist das?